Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zur Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Weiter geht's im Text. Im letzten Part haben wir Flower Power gefangen, unser Flabbebö, und sind hier in der Route umher gestritten. Natürlich geht's jetzt weiter. Wir haben ja alles besiegt, wir haben alles eingesammelt, aber wir gehen jetzt kurz back to the town, wenn ich es schaffe. Denn wir müssen kurz zum Pokémon heilen gehen, müssen am besten noch Tränke einkaufen. Denn es könnte sonst gefährlich werden für uns. Ich muss nach Hause. So, einmal da rein, bitte. Einmal heile, heile machen. Willkommen. Sollen wir deine Pokémon heilen? Wenn nicht, dann nicht. Mach einfach. Dim, dim, dim. Jo, und hoffentlich kommst du bald wieder. So. Wir wollen kaufen. Pokébälle. 5 Stück. Superbälle. 3 Stück. Tränke. 13 Stück. Supertränke. Brauchen wir keine. Ihr seid so teuer. Ihr seid einfach so teuer. Sag es. Sag es. Ja, tanz schön weiter. Übrigens, sollst du deine Pokémon zweimal kein paar Pokémon. Blablabla. Ich glaube, ich werde aber UI ablegen, denn das will ich auf jeden Fall nicht mitnehmen, dass ich auf jeden Fall für das nächste Pokémon schon mal Platz habe. So, du darfst leider nicht mehr mit. Die anderen 5 bleiben vorerst erstmal im Team. Ja, Ibika Azumarill. Muss nicht unbedingt sein. Wäre aber cool für Knuddler oder so. Sphäre, aber nein. Hab ich jetzt ja Flabbebö. Auf geht's. Weiter im Text. So, back wieder hier. Da oben stehen die 2 Kameraden. Und wollen was von uns. Sag mal, ist dir das Flabbebö ein Begriff? Ja, ich hab's gerade eben gefangen. Wow, du hast ja sogar eins bei dir. Dieses Flabbebö gehört halt dich fest. Dem Pokémon-Typ Fern. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterscheiden wird. Das bedeutet... Was? Alles, was wir über die Wechselwirkung zwischen Typ und Wissen glauben, auf den Kopf gestellt wurde. Oh, das haben wir in dem Wunsch von Professor Platinum vom Pokémon-Typ Fee gegen Pokémon diverse andere Typen antreten lassen. Ich heiße Sina, ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ich bin Dexio. Vor 2 Jahren hat mir Professor Platinum Pokémon samt Pokédex anvertraut. Man könnte also sagen, ich bin in der gleichen Situation wie du, nur dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr davon gesammelt habe. Was sagst du, soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Nein. Nicht, warum ist er so schüchtern? Na, sag einfach Bescheid, wenn du es dir anders überlegen sollst. Oh, jetzt muss er echt wirklich. Was sagst du denn? Ja. Okay, keine Möglichkeit vortäuschen und so. Bitte, please. Dann gehen wir halt zum Labor mit denen. Hey, Element City ist größte Stadt in Carlos. Ich habe vor längst nicht alle Ecken und Winkel des Metropol erkundet. Na, wie verstehst du mich im Level für? Je mehr du mit einem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, DTM Rückkehr. Diese Attacke ist umso stärker, je größer Zögern des Pokémon zu dir ist, dass du die Attacke anwendest. Ja, Rückkehr! Danke dir. Jenseits des Tores liegt Illumin City. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's! Willkommen in Illumin City! Yeah! Die Riesenstadt, in der man sich immer wieder verläuft. Ja, Illumina City. Wir müssen nach links. Also ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du folgst, kommst du direkt zum Labor. Denn da vorne links ist es. Das Labor. Oh yeah. Ich muss zum Labor. Bin da. Hallo. Das Gebäude ist Platinums Pokémon-Labor. Lass uns mal hineingehen. Okay. Wird hier gezwungen, hey. Du hast einen weiten Weg von Eskia hinter dir. Aber jetzt bist du da hier. Professor Platin, erwarte ich schon im 2. Stock. Nimm einfach den Aufzug. Willkommen im Platinums Labor. Ja. Was? Nein, ich will ich nicht. Ich will nicht an fremde Orte, ja. Der Professor hat schon ganz viele Leute, ganz viel über die Pokémon beigebracht. Dann gehen wir mal zum Platan, so. Professor Platan!
Ich will erstmal Stockwerk 1. Ja? Wird mir das Labor schön anschauen. Na? Ich entwickle gerade Gerät, das mir mit einer Forschung helfen wird. Doch, das ist alles einfach. Geduldet dich bitte, bis das vollendet ist. Hallo? Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeit genannt werden. Manche dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes. Andere wiederum, wenn sie das Pokémon in einem Team mit dir führst. Um die Bande zu einem Pokémon zu stärken, gibt es einen nicht besser, als viel Zeit mit ihm zu verbringen. Hier, bitte die Bälle bestimmt helfen. Luxusbälle. Juhu. Mit einem Luxus gefangenen Pokémon freuen sich leicht damit dir an. Bevor es überhaupt die Entwicklung und der Wandel der Pokémon. In jungen Jahren, das hat offenbar sehr viel von der Professor Eibe aus der Sinnoh-Region gelernt. Es gibt männliche und weibliche Pokémon, so welche, deren Geschlecht unbekannt ist. Zudem weist dies außerdem manche Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Oh mein Gott, es gibt keine schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinem Pokémon auf der Wellenlänge zu liegen. Oder auch nicht. So, dann gehen wir Stockwerk 2, please. Da, wo Platan auf uns wartet. Hallo, Platan. Ich bin da. Hallo. Endlich treffen wir uns. Oh yeah, fein, fein. Dann komm doch bitte mal mit. Nö. Ich schwätze lieber mit dir. Im Trainerbereich der Kalos-Region bist du bis der 33 Pokémon gegeben. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir es ja dabei, mit noch mehr Pokémon-Freundschaft zu schließen. Trugschlag. Ja. Trugschlag ist eine Attacke, bei welcher der Anwender seine Kraft zugeht, sodass dem Ziel in jedem Fall 1 KP erhalten bleibt. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man vorhat, Pokémon zu fangen. Ja, Platan, ich bin da. Hallo. Toll, dass du deinen weiten Weg aus der Exzese hier gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, mach dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß. Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich dir mal noch gleich mal deinen Pokédex ansehen. So, im Zentralbereich der Kalos-Ringe hast du 33 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen, um mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von SS hatte ich mich bereits für dich das Kind von befreundetem Trainer Veteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihorn, Jockey, Primula und ihr Sohn nach SS gezogen sind und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für dieses Untergefangene bist. Hallo Professor, ich bin Sana. Da wären wir, entschuldigen wir die Verspätung. Fein, fein, dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird der besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Dann komm, wollen wir kämpfen? Dann lassen wir den Kampf loslegen. Nur noch schnell vorweg, ich bin noch nicht sonderlich stark. Was du laberst, ist mir scheißegal. Professor Platan, setz! Natürlich, dieser Samen in den Kampf. Pizza, Sam! Pizza! Pizza, Pizza, Sam! Da hab ich ja gerade richtig nach vorne gepackt. Denn Pizza, Sam kriegt dich mal erstmal Glut ab. Hier, check ich dir. Und verbrenne Pizza, Sam. Ich darf mir gleich, glaube ich, eins aussuchen. Glut! Bams! Und tschüss, Pizza, Sam! Erfahrungspunkte und ein Level up! Juhu! Striker erreicht ein Level. Und Shiggy kommt in den Kampf. Na, prima. Da sollte ich, glaube ich, mal wechseln. Na, auf ihn wechseln. Auf unseren Frosch. Komm zurück, Läufe. Und los. Guck mal. Ein Routenschlag. Er routet mich mit seinem Schlag. Denn er macht Routenschlag. Punkt. Patch. Wow, mache ich viel Schaden. Panzerschutz. Jetzt hör auf. Hör auf damit. Verteidigung von Shiggy steigt. Na, Aquawelle hier. Pew! Vielleicht verwirre ich dich ja. Na, oder auch nicht. Oh mein Gott. Ja, mit seinem Panzerschutz. Schlecken wir dich mal ab. Guck mal hier. Paralysieren, komm. Mann, will alles nicht. Aquawelle! Piu! Verwirren, komm! Mann, hey, wieso nicht? Autsch, du machst ganz so viel Schaden, mein Freund. Wir schlecken dich nochmal ab.
Immer nicht paralysiert. Ich habe kein Glück. Boah, du machst Schaden, mein Freund. Aquawelle, das muss reichen. Oh, Bams. Tschüss, Shigi. Erfahrungspunkte, Level up. Und der Rest auch natürlich. Und Glumanda. Reicht eine Aquawelle? Ich hoffe es. Aquawelle. Es reicht. Tschüss, Glumanda. Ja, Erfahrungspunkte. Und Flowerpaar reicht ein Level. Und du besiegst Platan. Ah, das war wohl nicht klasse Leistung, aber. Und. Alles klar, jetzt könnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Nein, Bild von dem, was Easy Stiker. Der ist der interessantere Trainer. Fein, dann bekommen wir jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch für eure Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eins aussuchen. Oh yeah. Shigi, Glumanda oder Bisasam. Da ich ein Wasser-Pokémon habe, werde ich Shigi nicht nehmen. Da ich ein Feuer-Pokémon auch schon habe, werde ich Glumanda auch nicht nehmen. Werde ich Bisasam wählen. Bisasam. Aha, du hast ja sie Bisasam-Kuss. Warum auch nicht? Fein, fein. Obwohl ich eigentlich Fan von Shigi und Glumanda bin. Am besten von Shigi. Möchtest du dich vielleicht einen Spitznamen geben? Natürlich. Ine. Wie nenne ich den dann? Ich nenne ihn einfach The Wall. The Wall. Der wird nachher The Wall. The Wall. Falsch. Nein, der nicht The Wall. Ist ja auch eine Scheiß. Ich kann an die Wand, genau. Ich nenne ihn. Wie nenne ich ihn dann? Panzer. Ich nenne ihn einfach Panzer. Der Panzer. Panzer! Unser Panzer! Ah, der Panzer! Juhu. Ah, Panzer, soll also dein Spitzname sein. Oh ja, dann bist du der Bisasam entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir, der Bisasam-Floranit. So, ihr zwei, sucht doch jetzt auch jeder eine Pokémon aus, aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir hier miteinander verbringen, werden wir so etwas wohl überlegt sein. Wie dumm auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch hier eintrudelt. Hallo, Professor Platon. Na, was so? Seid ihr schon alle hier? Hä, habe ich es nicht gesagt? Fein, fein, damit wären wir alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit dir auf der Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit der Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung einer neuen Form der Entwicklung stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf der richtigen Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung, schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du deine vollständige Pokédex damit gleichsetzt, der bestest, bösen Trainer zu sein, befolge dieses Ziel mit aller Kraft. Also, ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Ja, wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann verdürfte aber die Idee die beste Anlaufstelle für euch sein. Die Stadt einer langen Geschichte, vielleicht findest du dort einen jener Anhaltspunkt. Noch etwas, wenn ihr diese Region bereits um eure Pokémon zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die ihr nicht mit demselben Ideen und Auffassung teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, denn werdet ihr schneller merken, wo ihr aufs Leben ankommt. Auf eure Aufgangsschlossenheit wird euch ganz neue Welten eröffnen. Ich finde andererseits, alles andere macht meinen eigentlichen Wert als Menschen aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Darf mal gehen. Tschüss. Ich komme nie wieder. Tschüss. Wer braucht die, ey? Ich werde der Pokémon-Meister und die... Psy, meine Freunde. Ja, jetzt kommt nie wieder. Ja, genau. Ja. Ich werde sie also schon bald treffen. Ja. Die Kinder der Professor aus der Welt hat. Welche Potenzial sie wollen sich bewerben? Darf ich vorstellen, dass es easy sei? Ist auch so gut. Und kommt bitte mal kurz rüber.
Ah, du hast also einen Pokédex vom Briss erhalten. Ah, das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Floridis mit roter Mütze und roter Haar und so. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu erwähnen. Ich könnte viel von Professor Plata lernen. Oh, du hast ja einen Hololog bei dir. Ja, Wissensmacht macht, hörst du? Mach ihn dies also zu Nutze. Hör mir gut zu, dieser Welt muss besser werden. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schöner Ort wird. Nun gut, ich muss dann mal los. Richter Professor Plata, bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Tschüss, Floridis, Listis. Ich frage mich, was für eine Welt Floridis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, diese Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle Erfahrungen zu bringen. Habt ihr jetzt alle mal, ey, jetzt kommen die schon wieder. King Easy, es gibt einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbar. Was Serena wohl auf dem Herzen hat. Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber sollte es einen wohl besser raushalten. King Easy, verlass das aber, wende dich nach links und geh dann immer geradeaus. Und nach Vanille Theo zugelangt. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Okay. Wenn's sein muss. Ja. Lomé City ist echt riesig, aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht. Ich mach mal eben einen kleinen Spaziergang. Die alle Leute fallen mich dazu ein. Nach Venetia zum Casella geht's dort lang. Gut. Aber bevor wir das machen, werde ich diesen Part natürlich jetzt beenden. Wir werden im nächsten Part hier alles erkundschaften, was so spannend ist. Und werden dann nach Vanitea gehen und die Mega-Entwicklung herausfinden, was so da übergibt, weil man es dann schon nicht mehr kennt. Noch nicht kennt und nicht kennen wird. Ach, egal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao.